Die Geschichte lässt sich schon greifen, denn wir haben ja, oder ich habe ja damals auch diese Broschüre, diese Festschrift herausgegeben, und wir haben aufgrund dessen auch versucht, die Geschichte aufzuarbeiten, zu schauen, was oder wie die Kapelle entstanden ist, wie sie sich weiterentwickelt hat. Denn ursprünglich war es ja wohl nur eine ganz kleine Kapelle, vielleicht mehr so im Sinn von einem Heiligenhäuschen. Und sie wurde dann erweitert bis auf den heutigen Stand, dass man erkennen kann, es ist wohl eine Art Barockkirche. Und die Ursprünge sind wo in der Zeit, wann ist die gegründet worden? Ja, vor mehr als 650 Jahren. Wir haben ja damals das Jubiläum gefeiert. Und es gab aber immer schon in der Geschichte, in der Zeit, eine Kaplerkerb, also die Leute, die um diese Kapelle herum gewohnt haben, die haben eine Kirchweih gefeiert für diese oder mit dieser Kapelle. Also von daher gesehen hat sie schon eine Geschichte. Darüber hinaus, und das müsste man nochmal in der Festschrift nachlesen, ist die Kapelle ja reich gewesen, das heißt, sie hat über viel Land verfügt und konnte dann auch als Bank auftreten, konnte auch Grundstücke verleihen oder Geld verleihen, dass die Leute dann nach und nach wieder zurückzahlen mussten. Und Sie haben erzählt, es gab einen eigenen Geistlichen. Und es gab einen eigenen Geistlichen für die Kapelle, der ein Altarist oder ein Geistlicher, vielleicht ein Benefiziat, der dann in der Kapelle für die Kapelle zuständig war, der dann dort auch immer den Gottesdienst gehalten hat und der den Leuten zur Verfügung stand. Und dadurch, dass ja eine Fründe da war, konnte er vom Erlös der Fründe leben. Ja, es ist zu vermuten, ausgehend von dem Turm der Oberoldener Pfarrkirche, dass es eine Verbindung gab zu dem Königswald, später Oberolmerwald oder heutiger Oberolmerwald, dass es Verbindungen gab zum Karl dem Großen nach Ingelheim. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so verändert, dass es dann der Mainzer Erzbischof übernommen hat und auch die Gebäude, die heute noch dastehen im Oberolmerwald, dass die auch so eine Art Sommerresidenz für den Bischof waren. Vom Birkerhof noch was? Ja. Birkerhof war sicher eine Niederlassung von den Mönchen von Erbach, und dort hatten sie ein Kloster, das wohl sehr reich war, zunächst jedenfalls, weil auch von dort aus es nochmal Niederlassungen gab bis nach Essenheim, bis runter zur Selz. Und Sie haben erzählt, es ist ein Kloster im Wald gewesen und ja. Das wurde dann niedergelegt? Ja, irgendwann gab es wohl keine Beziehungen mehr nach Eberbach, und das Kloster kam dann zum Erliegen. Die Leute der Umgebung haben dann das Kloster wohl niedergelegt und haben sich dann dort die Steine geholt für ihre eigenen Häuser in Oberolm. Und die Bänke? Und die Bänke hat man dann Gott sei Dank noch aufgehoben, aus welchen Gründen auch immer. Man kann sie sehen, heute in der Valentinuskapelle auf der Empore. Diese Bänke sind ausgezeichnet oder sind bemerkenswert, weil sie nicht gesägt sind, sondern gebeilt. Also sind mit dem Beil zugeschlagen. Die Pfarrkirche hat auch
eine ziemlich lange Geschichte. Bei Gesprächen mit interessierten Menschen ging es auch zunächst immer um den Turm. Und auch darum, dass gerade diese Mauerfenster, diese Mauerluken ja einen Hinweis geben auf eine ältere Geschichte, vielleicht auch gerade auf eine Beziehung in die karolingische Zeit. Die Geschichte selber ist danach ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Was wir heute noch an Bildern greifbar haben, ist von der Frau Wilms ein Gemälde von einer ja, zum Teil barocken Pfarrkirche. Und die Renovierung, die erfolgt ist? Also man hat alle Gemälde hat man praktisch übertüncht. Sie waren ja nicht mehr sichtbar. Und ich habe dann versucht, dass man einmal eine Probe macht und am Triumphbogen hat man dann erkennen können, dass da noch was drunter sichtbar ist, also verwertbar vor allem. Was auch umstritten war, auch von Mainz aus, vom Bistum, wollte man nicht so dran gehen. Es gab dann auch Menschen in Oberolm, die gesagt haben, das ist uns das wert und wir geben Geld. War eine Frau, die Frau Schnür, die gesagt hat, sie gibt 10.000 Euro, damit das Bild freigelegt werden kann. Und so geschah es auch. Die Proben ergaben dann zunächst auch mal ganz interessante Dinge. Zum Beispiel erschien oder konnte man einen Hund sichtbar machen, der eine brennende Fackel im Maul hatte. Und wir haben lange herumgerätselt, kamen aber nicht zu einem Ergebnis. Erst später bei der Freilegung war dann erkennbar, dass es um die Dominikaner ging. Dominikanis, der Hund, also die Hunde oder der Hund des Herrn. Die brennende Fackel weist darauf hin, dass Jesus gesagt hat, er ist gekommen auf die Welt, auf die Erde, um eben das Feuer auf die Erde zu bringen und er will, dass es brennt. Ja, die katholische Kirche, das muss man wahrscheinlich auch differenzieren. Ein Teil davon zog nach Mainz zu dem französischen Gouverneur und hat darum gebeten, dass in Oberolm die Französische Revolution eingeführt wird. Das wurde nicht gleich so angenommen und akzeptiert. Also die Oberolmer Abordnung, die musste nochmal nachfragen oder nachdrängen, bis es schließlich stattgegeben wurde. Als der Pfarrer damals erfahren hat, was da im Gange ist, der hat sich dann in der Nacht abgesetzt von Oberolm und ging dann über den Rhein, hat sich also in Sicherheit gebracht. So, Herr Fuhren, Sie kamen wann nach Oberolm? 1982. Und was, Sie waren 20 Jahre vor Ort, was waren so die Besonderheiten gewesen in Ihrer Zeit? Die Besonderheiten lagen eigentlich mehr darin, zu versuchen, auch eine möglichst selbstständige Gemeinde heranzubilden. Oder hinzuführen, dass die Menschen auch selber denken und nicht für sich denken lassen. Also die Kirche mehr in die Breite zu führen. Und ich oder auch Frau Hang, wir haben uns da sehr bemüht, auch die Leute zum Selberdenken zu führen. Und es ist zu unserer Zeit wahrscheinlich auch weitgehend gelungen. Gab es Jubiläen, die interessant waren? Das Jubiläum, das eine, das war wohl die Valentinuskapelle und das andere 99,
dann das Jubiläum, das 100-jährige für die Pfarrkirche.